Woran denkt ihr bei der Rubrik Vermischtes? La France a peur. Lange vor Schlagzeilen, Nachrichten oder Making a Murderer wurde bereits über schaurige Ereignisse berichtet. Besser gesagt, gesungen. La femme fut la première d'une masse meurtrière frappée mortellement. Aber warum klingen Lieder vom Tod so gut? Well, das ist eine sogenannte Murder Ballad. In dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1996 besingt Nick Cave 10 blutige Ereignisse. Wie hier die Geschichte des Mörders Lee Shelton, alias Stagger Lee. Es ist gruselig, tragisch, intensiv. Und von Bob Dylan über Sufjan Stevens bis zu Neil Young haben sich schon viele daran versucht. Die Texte haben eine Fülle und Kraft, die mit nichts anderem vergleichbar ist. Wir stellen vor Maxime Chamou. Er schreibt Songs für die Gruppe Pharaon de Winter, deren letztes Album sich mit französischen Lokalnachrichten befasst. Plus d'histoire sans rien enterré. Aber auch ausländische Meldungen, wie die Fälle Josef Fritzl und Natascha Kampusch, finden Platz. Maxime arbeitet für das französische News-Magazin Society und widmete dort 77 Seiten Xavier Dupont de Ligonnès, der 2011 auf mysteriöse Weise verschwand, nachdem er seine gesamte Familie getötet hatte. Das, was allgemein mit der Geschichte um Xavier Dupont de Ligonnès gemacht wurde, ist das genaue Gegenteil dessen, was ich mit meinem Album tun wollte. Ich nahm bereits existierende Geschichten und habe mir daraus verschiedene Elemente herausgepickt, die etwas mit mir gemacht, mich berührt oder beeindruckt haben. Und wie klingt die Murder Ballad im French Pop? Der Song L'Habitacle zum Beispiel handelt von Jean-Claude Roman. Ein Fall, der Frankreich fasziniert hat. Emmanuel Carrère inspirierte er 2000 zu einem Roman, der 2 Jahre später verfilmt wurde. Ein Hochstapler ermordet hier seine Familie, nachdem er sie 20 Jahre lang belogen hatte. Er gab sich als Arzt aus, während er in Wirklichkeit seine Tage damit verbrachte, in seinem Auto ins Leere zu starren. Im Song klingt das so. Sur ce parking sans importance. Je reprends mes distances avec la vérité. Es ist fröhlich, lustig. Schon im Mittelalter besingt man in ganz Europa das Verbrechen, sei es real oder imaginär. In Frankreich nennt man das ein kriminelles Klagelied. Das kriminelle Klagelied ist ein gesungenes Medium, das mit seinem Träger verbunden ist, der Zeitungsente. Ein loses Blatt, das beschrieben wird, wenn es etwas zu erzählen gibt. Es enthält ein Bild, einen Text, eine Erzählung und ein Klagelied. Die Vorkommnisse werden in einem Lied besungen. Ursprünglich war das alles für die Bühne gedacht. Maxou, spielen Sie uns etwas vor? Ja, sicher. Ich singe auch. Achtung! Nichts für keusche Ohren. Attiré par ce cri, les villageois dans la ferme accoururent. Sur le carreau sanglant de la salle obscure, 3 corps sont là tout froids. Im 19. Jahrhundert kümmert sich die aufkommende Presse um diese Nachrichten. Das kriminelle Klagelied entwickelt sich zum musikalischen Genre weiter. Wie etwa 1928 in Brechts Dreigroschenoper mit der bekannten Melodie um Mackie Messer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird über die blutigen Ereignisse im Radio berichtet. Dans une maison en feu de Prèves-Saint-Moins, dans le département de l'Ain, les corps d'une femme et de ses 2 enfants tués par balle viennent d'être découverts. Und das kriminelle Klagelied inspiriert bald die Popkultur. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger. Maxou,
Warum wird das kriminelle Klagelied nie aussterben? Wissen ist das Gegenteil von Unwissenheit. Und Unwissenheit erzeugt Angst. Wissen kann die Angst besiegen. Wenn also im Detail über etwas berichtet wird, und damit meine ich wirklich im Detail, mit anzüglichen und blutrünstigen Details, dann soll damit der Schrecken auf Distanz gehalten werden, um sich ihm entziehen zu können. Les dents longues, redoutables, le requin tue sans merci.